Es ist jetzt 9:45 Uhr. Ich habe gefrühstückt und ja, jetzt meine Sachen soweit zusammengeräumt. In der zweiten Nachthälfte hat es wieder stärker geregnet, nachdem es gestern Abend schon aufgehört hatte. Ja, jetzt in der Früh war es dann wieder trocken, oder sagen wir, es hat nicht mehr geregnet. Und ja, jetzt hat es wieder kurz geregnet und ja, jetzt werde ich eben da mein Zelt abbauen. Das Außenzelt ist natürlich komplett nass, aber ja, in der Nacht drinnen ist es trocken geblieben und auch der Schlafsack war angenehm warm. Hier sind einige Leute unterwegs, also schon in der Früh sind die ersten Leute mit Hunde hier durchgegangen und ja, jetzt ein Traktor, keine Ahnung, wo der da hingefahren ist, wahrscheinlich da hinauf, wo ich heruntergekommen bin, weil das wahrscheinlich der kürzeste Weg ist. Ja, ich packe eben jetzt zusammen und fahre weiter Richtung Gastein. Das sind ja gut 40 Kilometer, 700-800 Höhenmeter. Also ja, ich hoffe nur, dass das Wetter nicht besser wird. Jetzt in Schwarzach durchgefahren durch den Ort und dann ja so auf der Hauptstraße, was etwas lästig war, weil relativ viel Verkehr war. Jetzt bin ich aber ja auf die alte Straße abgebogen und fahre da weiter Richtung Lend. In Lend bin ich etwas zu lange am Dauernrad geblieben, sodass ich jetzt da diese extrem steile Straße Richtung Gasteinertal hinauffahren muss. Und da unten fließt die Gasteiner Ache. Ja, und ich bin da gerade durch den Tunnel gefahren, was ein wahnsinniger Lärm war, den man hören wird. Ich bin jetzt durch Bad Hofgastein durchgefahren. Bin also das Gasteinertal ja so gut halben Weg heraufgefahren. Jetzt
kommt da so ein bisschen die Sonne heraus. Das ist ja ein ganz ein neues Gefühl. Und ja, das werde ich jetzt nutzen, um mal meine Jausenbrote zu essen, weil es ist ja mittlerweile schon 12 Uhr. Ja, und dann geht es weiter das Gasteinertal hinauf nach Bad Gastein. Ich sitze jetzt im Autozug von Böckstein nach Wallnitz. Jetzt hat es nochmal geregnet. Mal sehen, wie das Wetter auf der Sonnenseite von Österreich aussieht. Ja, der Zug geht jetzt dann um 20 nach 2. So, ich bin jetzt auf der Sonnenseite von Österreich in Kärnten. Die Sonnenseite empfängt mich ja mit ein bisschen Sonne, aber auch hier sind die Straßen verdächtig nass und die Einheimischen setzen Haube auf, also es ist relativ kühl. Die alte Bahnstrecke, die ich eigentlich fahren wollte, ist leider gesperrt, sodass ich ja auf der Hauptstraße fahren muss. Aber ja, kann man nichts machen und ich werde mir jetzt aber für die Abfahrt Handschuhe anziehen. Es ist jetzt 3:15 Uhr. Ich bin jetzt im Mölldal herunten. Das war eine flotte Abfahrt mit ja, rund 60 km/h, wobei da auch schon wieder ein bisschen der Nieselregen eingesetzt hat. Hier herunten ist es aber deutlich wärmer. Also in Oberfellach habe ich mir dann das Vlies auch ausgezogen. Und ja, und hier sind die Straßen trocken und ja, wenn die Sonne scheint, ist es eben angenehm warm, wobei eben ein doch noch ziemlich kühler Wind bläst. Ja, und wie man da vielleicht im Hintergrund bei den Bergen sehen kann, ja, schaut der Schnee noch doch ziemlich weit herunter. Thank you.
So, und jetzt stehe ich an der Möll der Namensgeberin des Tales hier und auch des Radwegs. Und ich wechsle jetzt hier von der linken Seite auf die rechte Seite. Ich bin jetzt am Möllstausee nach Unterkölpnitz, meinem eigentlichen Etappenziel. Ja, hier am Stausee wäre es eigentlich ganz nett, aber ja, leider gibt es nicht wirklich gute Plätze, um hier unbemerkt zu campen, sodass ich jetzt mal weiterfahre, wobei ich vermute, wenn ich weiter da Richtung Milchstädter See fahre, dass ja, da die Möglichkeiten noch schlechter werden. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Es geht für mich jedenfalls da weiter talauswärts. Es ist 5:30. Ich habe jetzt doch noch einen Platz oberhalb des Stausees gefunden. Ich bin da auf einen Forstweg abgebogen, der dann ja, parallel eigentlich zum Weg am Stausee führt. Ja, hier bin ich da bei so einem Waldschutzgebiet, Aufforstungsgebiet, Waldpflegegebiet, glaube ich, heißt das eigentlich. Und ja, hier bin ich ein bisschen geschützt von diesem Forstweg da unterbei, weil ich schon bemerkt habe, dass das auch ein beliebtes Jogginggebiet ist. Aber ja, so wirklich gut ist der Schutz nicht. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt keine Lust mehr weiterzufahren.